Hallihallo, einen wunderschönen wünsche ich euch. Es ist 12 Uhr durch. Das bedeutet Fastenbrechen. Kira, wo ist sie? Da, sie toppelt hinterher. Klar, gibt ja auch was für die Kira-Maus. Der Uwe, der war heute schon Kellerasse, Kellerkind. Weil er nämlich was bauen will, Schatz. Hast du schon Hallo gesagt heute? Nee, jetzt. Hallo, die Mücken. Ja, was hast du denn gemacht im Keller? Ich hab Holzarbeit gemacht. Hast du Bastel gemacht und hast unsere Schätzlein nicht mitgenommen? Nee, den Keller nicht. Das ist ja, wir haben nicht so dolles Wetter, dass man da draußen machen konnte. Und ich baue dabei, bin schon dabei, einen Schuppen zu bauen für den Ferrari. Das Gerüst zeigt schon so gut wie fertig. Was, echt? Ja. Ja, cool. Super, super, da freue ich mich und ich bin gespannt. Ja. Der wird wahrscheinlich, heute ist Dienstag, wa? Nee. Heute ist Dienstag, ja. Dienstag. Dann wird er wahrscheinlich zum Wochenende fertig sein. So lange brauchst du noch? Ja, na, ich muss ja noch Bretter zuschneiden und alles. So, wir wollen jetzt Fasten brechen. Ja. Einfach mit einer Brotzeit und die Kira, diese kleine Maus hier, die kriegt natürlich auch was. Eine Gelenkstange. Genau, weil die hat nämlich ein bisschen Dünnpfiff und ich denke, dass sie vom Hüttenkäse kommt. Ja. Oder vom Trainieren, ne, in den Wagen rein. Das ist ja, da sind wir ja ganz, ganz fleißig dabei, mit ihr zu trainieren. Und jetzt haben wir angefangen, den ein bisschen zu wackeln. Das Auto, so quasi eine Fahrt zu simulieren. Und wir haben angefangen, wir fangen mal an wieder von vorne. Jetzt müssen wir wieder mit Leine rein, weil sie überhaupt nicht mehr rein will, weil das Ding ein bisschen gewackelt hat. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wie das endet. Aber wir sind am Ball und üben weiter. Also gestern ging es dann wieder relativ gut, auch wieder ohne Leine, nachdem die Leine erstmal halt quasi so das Leitseil war, ne? Uwe hat vorne gesessen, dann habe ich ihm die Leine durchgegeben und dann habe ich sie halt von hinten auf gefordert, das hinten einzusteigen. Ja, genau. Da haben wir das wieder dreimal gemacht und dann, Ging es wieder ohne, ja. Ne? Aber das ist halt mit Wackeln und eine Fahrt simulieren schwierig. Ja. Mausi. Ha? Da hast du so ja keinen Bock drauf gehabt, wa? Ja, die wartet auf ihre Stange. Gut, Schatz. Was? Essen wir. Ach so, ja, jetzt essen wir. Ich hab die ganze Nacht nicht stehst. Ging's ja genauso wie mir. Ja. Gut, hast du geschnarcht? Bestimmt. Nicht bestimmt, die ganze gewiss. Ich bin leider Schnarcher. Was aber garantiert dem Gewicht gezollt ist, ne? Schätze ich mal. Na klar. Aber solange ich keine Atemaussetzer habe, wie du, ist ja alles in Ordnung. Und du sagst, ich hätte keine. Nee. Ich habe auch keine. Na, jetzt mit deiner Maske nicht mehr. Aber ich habe ja ohne Maske keine, hoffe ich. Na gut, dann wollen wir jetzt erstmal essen. Die Schlacht am kalten Buffet. Genau. Bis denn. Ich habe gerade meine mein Wagenersatz anprobiert. Und zwar ist ja im Moment so meine Messeinheit meine weiße Hose. Da haben wir jetzt einen Gürtel durchgezogen und jetzt sind die Gürtellöcher meine Maßeinheit. Und was soll ich sagen? Ich kann den zwei Löcher weiterschließen. Krass. Kann das überhaupt nicht glauben. Weil ich es nicht fühle. Und ich sehe natürlich ja auch noch nichts, ne? Aber wie krass ist das dann? Ich habe gerade so ein Glücksgefühl. Ich kann es gar nicht weitergeben. Oder ausdrücken, wie glücklich mich das gerade macht. Ja, und ich habe den Uwe gerade gelöchert. Der sitzt mir noch gegenüber. Und habe den gefragt, wie war das am Anfang? Ich weiß das nicht mehr. Ja, Schatz. Erzähl mal. Das war so, wie sie ihm gesagt hat. Wie denn? Dass wir die Hose da fertig gemacht haben und dann habe ich gesagt, gut, da machen wir ein Pflaster drauf und davor, vor dem Pflaster, ist ein Loch. Ja. Wo der passt. Und jetzt hat sie auch 3 Wochen, 4 Wochen.
Ja. Ungefähr. Ja? Ja, kommt hin. Und da hat sie jetzt, bin aus dem Keller hochgekommen und da hat sie mir gesagt, das ist größer geworden. Enger geworden. Ja. Wie auch immer, die Hose passt jetzt halt noch besser, ne? Ja. Aber ich kann es nicht fassen. Und das hat sich um 2 Löcher verbessert. Ich kann es gar nicht fassen. Sie hatte vorher Loch 3 gehabt und jetzt war es Loch 5. Ja, Schatz, ich würde dir nicht mal erzählen, was war. Du warst ja beim Lungenarzt wegen deinem CPAP-Gerät. Kannst ja mal ein Update geben. Ja, da war ich auch zum TÜV. Und musste am, wann war das? Donnerstag? Ja, Donnerstag. Donnerstag und Freitag musstest du hin, ja. Donnerstag und Freitag musste ich hin, habe ich. Donnerstag bin ich mit der Maske hingegangen, da musste ich Lungenprüfung machen, also pusten, Nasenklammer und dann Mundstück und dann da die pusten und ziehen und pusten. Naja, das habe ich ein paar Mal gemacht und hat sie gesagt, also ging das erste Mal, hat sich viel verbessert. Die hatte der ja. Ja, sehr gut. Ja. Cool. Und dann zuerst musste ich erstmal Wien mit Klamotten. Und da habe ich dann gesagt, na, ich weiß, was ich wiege. Ich habe mal heute Morgen gewogen. Da sagt sie, nee, normal, wa? Dann bin ich gut. Mit Klamotten, na, war das mindestens mehr. Ja. Als ich vorher gesagt habe, ist klar. Und da sagt sie, na, das stimmt aber nicht, sie haben jetzt mehr gewogen. Ich meine, ja, du musst nicht vergessen, ich habe eine dicke Brieftasche bei mir. Fand die gut. Ja. Würde ich auch gut finden, wenn es stimmen würde. Ich habe ja nie gesagt, was da drin ist. Ich hätte natürlich gesagt, Schuldscheine, aber sag ich ja nicht. Ja, die wiegen ja auch was, ne? Na klar, Papier wiegt. Und vor allem, wenn es nass ist. Ja, und dann hast du am Freitag den Termin beim Doktor. Am Freitag hat dann wieder einen Termin gehabt. Da musste ich das Gerät mitbringen. Und dann haben sie das Gerät. Ach so, ich habe dann vorher zum Übernacht so ein. Na, was ist das da? So ein, zum Schlafen, zum Test. So ein Sauerstoffmessgerät hast du am Finger gehabt, was du im Krankenhaus auch an den Finger gesteckt kriegst. Und dann so für Nacht zum Schlafen, um zu sehen, wie mein Atem und alles ist. Und mein. Und das musstest du samt Kreislauf, Maske. Ja. Mit Maske musste ich das. Du brauchst dann so ein Zwischenstück und da habe ich da vorne einen Schlauch aufgekriegt. Mhm. Und das hat sie mir dann angelegt und musste ich dann anderen Tag abgeben. Und da war der Doktor, da musste ich zum Arzt und zum Doktorin und der hat dann gesagt, also mein Befund ging das erste Mal und das ist jetzt 2 Jahre her. Und der hatte mir dann gesagt, der hatte mir dann gezeigt, diese Kurve, wie zuerst war bei mir. Das ging ja zwischen Berg und Tief, tiefen Tal. War das ja. Und jetzt ist es fast ein Strich schon. Mhm. Ich habe mich unheimlich, das hat sich unheimlich verbessert. Was ich aber an der ganzen Sache echt ein Unding finde, ist, dass ich habe ja dem Uwe gesagt, der möchte da bitte mal mit dem Arzt reden und sagen, dass die Kommunikation irgendwie da nicht stimmt, weil A, wussten wir ja damals nicht, dass er nach diesem Schlaflabor, wo er damals war, ja, spätestens 3 Monate danach irgendwie zum Arzt wieder sollte. Das wusste man nicht, das hat man uns nicht mitgeteilt. Das haben wir ja vom Hermann erst erfahren. Liebe Grüße an dich, lieber Hermann. Ich hoffe, dir geht es gut. Und naja, und dann halt auch, dass diese Firma, die Uwe da versorgt, jetzt irgendwie nicht so die beste ist und ja auch noch die Masken falsch angepasst hat. Und mal davon abgesehen, dass die da auch echt recht pumpig sind. Und da habe ich zu Uwe ja gesagt, er soll da sagen, er möchte einen anderen Versorger haben. Ja, hat der Arzt ja nichts mit zu tun, muss er sich an die Krankenkasse wenden. Also wenn wir das jetzt halt auch alles in die Wege leiten, weil Uwe will was sagen. Und die Schwester, die war drinnen und die hatte das mitgekriegt, dass ich mich da beschwert habe. Und dann was ich gesagt habe, was Sache war. Und da hat mich dann draußen, hat sie dann auch gesagt, ja, die sind bekannt dafür. Also es wird nicht gut geredet von denen. Ja, von aber auch die Arztpraxis selber, tut mir leid, da, wenn die Kommunikation, die hätten dir mitteilen müssen,
dass du da nach dem Schlaflabor dann und dann wieder aufzuschlagen hast. Da hat ein Arzt vorher angerufen, bevor ich zum Schlaflabor musste. Der hat mir einen Termin alle da gemacht. Und angeblich, seitdem wir gesagt haben, dass ich mich nach einem Vierteljahr melden muss. Und da, so sagte dann der Doktor auch zu mir, dass ich Vierteljahr, ich meine, mir ist nichts gesagt worden. Nee. Da, der Köhler ist an für sich sehr gewissenhaft und so. Da. Ich meine, tut mir leid, sonst wäre ich natürlich gekommen. Ja. Ich meine, ich wäre auch in Lohen ja nicht gekommen, wenn ich nicht den Anbieter wechseln wollte. Ja. Ich dachte, das machen Sie, und da hat er dann gesagt, nee, das muss ich Krankenkasse. Genau, und dann haben wir ja jetzt erstmal erfahren, dass dem Uwe jedes Jahr eine neue Maske zusteht. Ja. Der Uwe hat das jetzt zwei Jahre. Und jetzt erfahren wir, dass ihm jedes Jahr eine neue Maske zusteht. Als wir nach einer neuen Maske gefragt hatten, letztes Jahr, da sind wir pampig zurückgewiesen worden, dass er ja jetzt hier nicht jedes Jahr eine neue Maske haben kann und alles ausprobieren kann. Und da sage ich mir, wieso denn nicht? Ist es nicht gerade da wichtig, dass er ausprobiert, dass alles sitzt und passt? Und jetzt höre ich, ihm steht sie sowieso zu. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, der Uwe wusste ja nicht mal, dass da ein Filter in diesem komischen Apparat drin ist, den er regelmäßig wechseln muss. Also es wurde ihm ja auch nie ein Filter zugeschickt. Ja, die haben da in der Arztpraxis erstmal einen Kohlrahmen-schwarzen Filter rausgeholt. Und dick auf den Tisch gepackt. Ja. Ja, wenn man sowas nicht weiß, kann man das auch nicht wechseln. Ne? Das ist also, es wird wirklich Zeit, dass du da, dass die Krankenkasse dir da einen anderen Dings zuweist, ganz ehrlich. Ja. Aber das sollte ja nicht so ausarten. Unterm Strich wollten wir eigentlich nur mitteilen, dass das gut aussieht. Ne? Ja. Er muss zwar die Maske sein Leben lang jetzt tragen beim Schlafen. Diese Atemmaske, aber gut, es sieht halt gut aus, ne? Also das Schlaganfallrisiko ist schon mal drastisch gesenkt. Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, das zum Thema CPAP-Maske. Da war jetzt der Termin, genau. Morgen geht mein Fahrrad zum Fahrradfritzen. Ach Scherz, ist keine Schande, ist ja schwierig, auch so eine Gangschaltung. Irgendjemand fragte, siehst du ja gar nicht beantwortet, weil ich das selber ja nicht weiß. Kette. Ob das eine Kettenschaltung ist, also ich kenne ja eigentlich nur Kettenschaltung. Was gibt es denn noch für Schaltungen? Namenschaltung. Ja, kenne ich nicht. Das ist, wo du keinen Rücktritt drin hast, die du nie haben willst. Ach nee, ja, die ist mit Rücktritt, dann, ist so. Dann bremse ich doch, wenn ich dann schalte ich doch nicht. Doch, die kannst du ja nur schalten. Ja, kenne ich nicht. Ich kenne nur die. In der ist die Schaltung eingebaut. Ich kenne nur die mit dem Freilauf und ich möchte auch nichts anderes. Das ist hier meine alte Möhre, die hat leider Rücktritt und damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Das ist, ich will immer einen Freilauf machen und dann bremse ich auf immer. Ups. Ja, also wenn Kettenschaltung, genau. Und das ist natürlich so eine Sache. Was soll's. Ja, das jetzt erstmal zu dem Thema. Genau, haben wir euch ein bisschen vorher gequatscht. Mit Dingen, könnt die euch, Welt könnt ihr euch ruhig anhören. Ja. Dinge, die die Welt nicht wissen will. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin einfach froh, dass dem Uwe das besser geht damit und dass er jetzt nicht einen höheren Druck oder sonst irgendwas braucht, weil das war ja das, was ich auch befürchtet habe, ne? Ja. Weil der des Nachts schon wirklich sehr, sehr komische Geräusche macht. Jetzt wissen wir, die Maske ist ausgelutscht, ne? Deshalb wird das ja eine neue. Dieses Silikon, was das hier alles abschließt, das ist irgendwie verbraucht, nenne ich es jetzt mal. Und deswegen macht er komische Furzgeräusche nachts. Ja. Das ist nicht unten, das ist oben. Das hört sich schon ein bisschen komisch an, ja. Naja, aber da ist zum Glück alles in Ordnung. Ich hatte, wie gesagt, Sorge, dass er einen stärkeren Druck nachher benötigt. Und dann, der hat ja so schon immer Abdrücke im Gesicht von dieser blöden Maske, ne? Weil das ja so stramm eigentlich drum ist, damit es nicht verrutscht. Der hat ja immer hier über die Nase so einen Abdruck halt einfach. Ja. Das ist schon richtig eine Delle geworden, Uwe. Ja. Das ist ja. Eingearbeitet. Ja. Das ist natürlich nicht so schön, aber gut, kannst du nichts machen. Eine Huckelnase. Genau. Was machen wir jetzt, mein Liebling? An der Nase fassen. Ich mach jetzt erstmal aus für den Moment. Ich gehe jetzt wieder runter, Bastel machen. Bastel weitermachen. Im Keller.
Da kann ich euch aber nicht mit runternehmen, weil das, das erste Mal zu eng in die Keller und Staub und alles. Nee, das. Ich zeige euch dann nachher, wenn es fertig ist. Genau. So. Ich gehe jetzt mit Kira eine Runde drehen. Sie wartet da. Du hast. Habe mich dafür ein bisschen umgezogen, weil das weiße T-Shirt, was ich gerade anhabe, ist ein bisschen kurz. Das mag ich dann auch nicht. Deshalb nicht wundern. Genau. So, Kira, bist du bereit? Nur Augen für Herrchen. Keiner fragt, ob ich bereit bin. Na, du bist ein Hund. Du bist ein Keller. Nee, komm mit. Ach. Ja, nicht achtmal, einmal. Da freut mich aber. Kira, ganze Familie wieder unterwegs. Ja, Familienausflug. Ist ja wie ein Sonntagsspaziergang. Ja. Komm. Ja. Guck, wie sie sich freut. Ja, nicht so, mal gucken. Ja, super. Ja, super. Ja. Was soll ich da noch zu sagen? Schlauer Hund. Na komm, Mosi. Lauf. Na lauf. Ja, wir können doch mal wieder mähen, ey. Ja, hier könnten sie auch mal wieder mähen. Ja. Ich geh mal zur Frauchen. Nee, nur Frauchen. Ja, Kira war nur kleine Geschäftsfrau. Ja. Die gibt sich mit großen Dingen heute nicht ab. Dritte Mal. Freunde haben wir auch nicht von Kira getroffen. Nee. Ab durch die Walachei hier. Durch den Urwald. Durch den Urban-Dschungel. Andere holen sich den nach Hause, wir haben den vor der Haustür. Aber hier könnte auch mal wieder gemäht werden.
Ja. Ja, Leute. Keine besonderen Vorkommnisse heute. Zum Spielen hat Madame auch keine Lust. Naja, können wir euch nicht so viel zeigen. Die Nase ist nur am Boden. Schnuffel, schnuffel, schnuffel. Nicht, Fräulein? Zeitung lesen. Ja, man muss sie auch bilden. Was macht denn der Uwe da? Jetzt filmen wir uns, wie wir uns filmen, oder? Soll ich aus dem Weg? Ja? Komm her, komm. Hallo! Ja, naja. Wieder in der Heimat. Gleich durchgeweht. Alle wieder da. Auch ich für sie. Schatz, wo willst du das jetzt hinbauen? Hier. Hier in der Ecke. Aha. Oder dahin. Auf die Steine. Keine Ahnung. Ich meine, auf die Steine ist noch ein Kind, ja. Da siehst du das nicht, wenn du rausguckst, siehst du nicht. Ja, na, dann machst du doch da eine Steine. Kommt ja da hin. Ja. Und der neue Mieter dann irgendwann hat es vom Fenster, ne? Und das hier hinstellen. Ja. Ist ja ein schön weit. Ja, mal sehen. Ach, schwierig. Wir können ja auch, wenn das ein neuer Mieter ist, können wir hier von hier in der Höhe entweder zumauern oder eine Bretterwand vormachen. Ja. Dass er die sieht. Kira, was sagst du dazu? Alles für dich. Ja, gucken wir uns mal den Garten an. Ich war nämlich schon eine ganze Weile nicht mehr hier. So sehen jetzt die Radieschen aus. Ein paar haben sich erholt. Und wie ihr gesagt habt, Kira jagt schon wieder. Katze? Ja, hier, ihr seht, die Kartoffeln verändern die Farbe. Das wird nicht mehr lange dauern. Dann können wir da mal gucken, was da rausgekommen ist. Hier hat Uwe jetzt mein Rosmarin hin, wo es wollte. Die Petersilie wächst schon wieder ein bisschen nach. Die habe ich natürlich abgesiebelt und gleich eingefroren. Ja, und hier Schnittlauch, der hängt noch ein bisschen. Vielleicht werde ich da auch mal den etwas kürzen. Keine Ahnung. Ja, und die Tomaten, die wachsen und wachsen. Auch wenn ich weiß, dass sie dieses Jahr nichts werden, sieht es ja trotzdem irgendwie schön aus. So, und die Bohnen. Bohnen in den Ohren. Da ist aber schon ordentlich was dran hier. Kann man die schon essen? Bohnen, ja, aber nicht roh. Ach so. Nee. Oh ja, die müssen wir ernten. Können wir schön mit dem Tieflader vorfahren. Bohnen auf Sahnesoße machen. Oder so. Hier, guckt euch die Tomaten an. Ja, nächstes Jahr, ne, werden die, oder das heißt, die werden dieses Jahr noch aussisiert. Ende des Jahres. Oder? Ja, wann sind die reif? Ich würde sagen, jetzt, wenn die so groß sind. Boah, guckt ihr das an? Die sind reif. Du kannst richtig Schnibbelbohnen mitmachen. Aber nicht roh essen. Warum nicht? Weil
Weiß ich nicht. Ich weiß nur von Oma, dass man die nicht roh essen soll. Weil da irgendwelche... Aber hier. Ja, aber... Man sieht schon. Warum sollen da kleine Bühnchen drin sein oder was? Ja, das könnte ruhig mal ein bisschen dicker werden. Also ich kenne nur von Erbsen, dass da was drin ist. Ja, fass über. Pass an. Ja, ich sehe es ja, aber... Ja, keine Ahnung. Hier. Komm hierher. Nein, Kira. Ja, Katze wieder. Fliegen und Katzen nicht jagen. Haben wir uns verstanden? Ja, und hier die rosa Dube geköpft, weil die... Na? Die ist krank. Ja, die war krank, die hat Pilz oder irgendwas, ja. Und im Grunde genommen ist diese auch krank. Ja, die kommt auch raus. Und da wollen wir andere schöne Rosen reinsetzen, ja. Ne? Genau. So, der Uwe hat mir gerade von unseren Buschbohnen mal die Beschreibung gegeben. Und da steht das drauf, was ich dem Uwe nämlich gerade gesagt habe. Sehr frühe, bestens bewährte Sorte mit runden, ca. 12 bis 10 cm langen, dickfleischigen, grünen Hülsen. Nicht roh verzehren, steht extra drauf. Grüne Schoten kochen und als Gemüsebeilage oder Salat zubereiten. Sehr zart im Geschmack, zum Tiefgefrieren bestens geeignet. Die werden wir wohl nicht tieffrieren, die werden wir direkt verbrauchen, wenn wir sie geerntet haben. Da freuen wir schon drauf. Also da sind schon einige auf jeden Fall erntebereit. Und dann werde ich uns da Schnibbelbohnen mitmachen. Genau. Njam, 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 njam. Gibt da nichts Besseres wie Gemüse aus dem eigenen Garten, oder? Wenn es mal der eigene Garten wäre. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist schon toll. Ich glaube, mein Uhrenarmband hier habe ich mir ja in XXL-Größe geholt, weil ich ja weiß, ich habe kräftige Handgelenke. Da passt halt nicht das normale Armband dran. Auf jeden Fall werde ich das nicht mehr lange tragen können. Das ist auf dem letzten Loch. Es ist schon komisch, wenn du das an solchen Dingen siehst, es aber selbst einfach nicht merkst, ne, dass was stattfindet. Ja, also ich erwarte ja nicht, dass ich sehe. Das ist mir schon klar. Aber ich fühle es halt auch nicht. Auch das weiß ich aus meinem ersten Mal, wo ich so viel abgenommen habe, ist wahrscheinlich normal. Keine Ahnung. Aber an solchen Dingen sehe ich das. Ne? Ich habe das vorher, ja, ein Loch davor war es, kann man, glaube ich, schlecht sehen. Aber ein bisschen ausgefranst ist das schon. Und jetzt kriegst du ins Letzte. Also es ist... ein bisschen groß, das Uhrenarmband. Was machst du da, Schatz? Da liegen die ganzen Matten. Der Uwe schmeißt alles aus den Schuppen. Ziehst du aus? Nee, um. Kira guckt hoch, was ist da los? Was machst du denn da? Na gut. Klar, Chef. Hier. Und die andere Seite jetzt. Was? Das war's. Das war's? Mehr willst du nicht spielen? Hm? Ja, so ist das nun mal. Wo ist mein Licht?
Nee. Fein. Komm. Prima. Einmal Sitte. Super. Ja. Ohne geht sie nicht rein, ne? Soll ich mal probieren? Bleib. Und drinbleiben fällt ihr sehr, sehr schwer. Ja. Aber es wird immer besser, ne? Ja. Guck mal. Nein. Prima. Ja, das ist wohl nur der Anfang gewesen, ja, ne? Wo sie nicht reingegangen ist. Fein. Prima. Ja. Super, Marcel. Ey. Ganz große Klasse. Ach, Kira. Fein. Prima. Nein. Platz. Prima. So ist es. Ja, schöner Erfolg. Freut mich. Sitz. Mach Sitz. Prima. Nein. Nun komm. Ja. Fein. Ich bin jetzt beim Fahrradladen. Ich war heute Morgen, heute ist ja nur Mittwoch, morgen erstmal, oder kann ich schon sagen, Mahlzeit. Ja, ich bin jetzt in Tegel und hole mein Susis Rad ab. Ich habe das heute Morgen hingebracht um 10 Uhr und um 11 Uhr war schon ein Anruf, dass ich schon wieder abholen kann. Jetzt bin ich hier und hole mir das Rad ab. Ist natürlich Elvis ein bisschen später geworden, aber das macht ja nichts.
So. Und dann kann sie dann ab morgen, ab heute kann sie dann wieder Rad fahren. Susis Rad habe ich abgeholt. Ja, bezahlt schon. Dann hat sie wieder ein Mobil, was wieder funktioniert. Jetzt kann sie wieder durch die Gegend fahren. Hat leider nicht geklappt so mit der Einschaltung, so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber der hat gleich gesagt, ja, Fahrradfritze. Das ist kompliziert, viel Ausdauer. Wenn man wieso noch nie so was gemacht hat. Wie gesagt, 3 Tage war ich da dran und gesagt, Schluss. Mehr als eine Arbeitsstunde. Arbeitszeit habe ich verbracht an dem Tag. Ich war jetzt eben schnell bei Netto. Hab noch Kleinigkeiten gekauft. Und da unter anderem war wieder Schnittloch mit bei. Und das Schnittloch werde ich gleich einpflanzen. In das große Beet. Ja, Schnittloch. Wird gleich eingepflanzt. Hier vorne extra noch freigelassen, wo das denn hinkommt. Ich nehme die gelbe Schippe, sieht man besser. So, der zweite Schnittloch, was ich eben geholt habe, auch eingepflanzt. Jetzt werde ich das noch ein bisschen angießen und dann muss es wachsen, dass wir hier beschneiden können. Und Petersilie kommt, die hat sie schon mal geschnitten, wie wir gekauft haben. Und jetzt hat sie schon den ersten Schnitt und blüht schon wieder, kommt schon wieder erneut. Treibt so. Und das Schnittloch, was wir zuerst eingepflanzt haben, muss auch geschnitten werden. Wir haben gestern mal geguckt nach den Bohnen. Und die Bohnen sind super. Die haben die Länge, hebt dort einen Bohneneintopf. Dann nachher runtergehen und ernten. Tomaten haben sich ganz schön entwickelt, aber naja, gut, das wird dieses Jahr nicht. Ist egal. Wir haben es probiert. Der Uwe ist wieder da. Der hat mein Fahrrad geholt. Aber er hat vergessen, dieses komische Stück da mitzunehmen, wo der Hundeanhänger rankommt. Was hast du da denn schon wieder? Dreck? Oder bist du gefallen? Nicht gefallen. Bist du gefallen? Nein, bin ich geflogen. Wehe. Nein. Ja, der Uwe hat auch noch ein bisschen was. Ich hab was Maulkorb mit dir, da kannst du doch nicht hin. Was eingekauft, Brot für Uwe. Dann hat er hier mitgebracht gemahlene Mandeln. Das ist aber nicht das Richtige, weil ich brauche Haselnüsse. Und noch mal ein paar Tomaten für mich. Zweimal. Was hast du denn da? Zeig mal. Wurst. Servus. Genau, für Uwe. Ich esse die ja nicht. Ich darf eine Gurke haben. Und hier für die Schokobobs, ne? Ja. Jetzt mal wischen. Feuchtes Klopapier. Ich bin schon mal froh, dass der Uwe wieder heil angekommen ist. Ja. Und ja, eigentlich gibt es jetzt ja gar nicht mehr so viel zu erzählen, ne? Oder zu machen. Es ist kalt, ist es geworden. Ungemütliche Bettwetter. Aha, alles klar. Ich habe gerade noch was gesehen, was der Uwe noch mitgebracht hat. Jo, ich drehe euch um. Knoppers und Softcake. Uwe. Was hast du dir jetzt aber gedacht? Oh. So, kannst du wegmachen. Naja, der Samstag kommt ja, ne? Der Cheat Day. Ja, ich habe schon wieder fleißig mit Kira trainiert, in den Wagen zu springen und auch dran zu ruckeln. Hat heute schon ein bisschen besser geklappt. Hat dummerweise die Kamera nicht angemacht. Ich war so beschäftigt damit, mit Kira da rein raus zu üben und daran zu schuckeln, dass sie da nicht sofort in Panik verfällt.
Ging eigentlich ganz gut, oder Schatz? Ja. Sie hat sich unwohl gefühlt, aber trotzdem, also ich habe dann die Hand so davor gehalten und sie dazu bewegt, dass sie immer wieder Platz macht. Und dann hat sie halt ein bisschen ängstlich so um sich geguckt, aber sie hat es ausgehalten. Und ja, das ist, ja, da haben wir sie natürlich dann überschwänglich gelobt, als ich sie dann wieder entlassen habe. Das ist ja auch so wichtig für mich jetzt, weil ich denke, weiß nicht, ob das richtig ist, ich bin ja kein Hundetrainer. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass ich sie entlasse und nicht, dass sie von alleine raus geht, wenn sie will, sondern erst geht, wenn Herrchen oder Frauchen das möchte. Genau. Nee, wenn Frauchen das möchte. Ja, aber wenn dann erst die Dame. Danke, Schatz. Aber der Tenor ist ja das gleiche, ne? Also, ja. Wenn wir das. Ich würde ja hier voran. Ich habe mich ja nicht zuerst genannt. Nein, weiß ich ja. Auf jeden Fall hat sie das super gemacht und als ich sie dann rausgelassen habe, da habe ich sie dann überschwänglich gelobt und da war die dann auch wieder voller Freude. Ne? Da hat das Schwänzchen wieder gewedelt. Ja, war süß. Ja, wir müssen halt viel, viel üben. Jetzt werden wir mal noch die Woche das Autoschen hier oben lassen. Jetzt ist ja mein Fahrrad in Ordnung. Und ab nächste Woche, ich hoffe, dass es dann auch wieder schöner wird, wenn wir da draußen mit ihr üben. Das wird auch nochmal eine andere Hausnummer, ne? Ja, und ich habe ein bisschen Schiss, dass der Hund auseinander geht wie ein Hefekloß, weil das ja nur mit Leckerlis geht, ne? Naja. Ich kriege das mal wieder ab. Wir kriegen das schon hin, wollte ich gerade sagen. Und dann wird das nächste Ding morgen, Freunde, gibt es bei Aldi wieder so ein bisschen Tierbedarf. Also geht da mal gucken, wenn ihr Hunde oder irgendwas habt. Ich glaube, für Katzen gibt es das auch. Für Hunde gibt es halt Leckerlis wieder. Und Schlepplein und so eine Kühlmatten. Ich habe schon überlegt, ob das für Kira was ist, aber ich glaube, Kira ist eher so die Frostbeule. Die mag nicht so Kühlmatten, aber gibt es halt und halt, was ich holen möchte, ist die Schleppleine. Genau, dass wir mit ihr ins Wasser üben gehen können. Mal sehen. Kira muss auch noch schwimmen lernen. Die kann schwimmen. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Also das wird auch nochmal eine Herausforderung. Nee, die haben doch gesagt, die kann schwimmen wie ein Stein. Aber es wird halt für Kira nicht langweilig, ne? Das ist ja auch wichtig. So, meine Süßen. Mal sehen, ob der Uwe noch was zu sagen hat. Nee, der wollte nicht mehr zu sagen. Warum nicht? Der Uwe. Müde ist. Auf sich hin. Der Uwe muss Augenpflege machen. Ja, machst du ein Nickerchen. Aber und ich schneide das Video. Er geht mit dem Hund. Gehst du? Ja. Na gut, dann schneide ich das Video. Okay. Und wir müssen heute noch ernten. Ja. Auf alle Fälle müssen heute die Bohnen runter. Ab. Ja, aber ich muss erst das Video machen. Ja, na, jetzt. Tschüss, bis dann. Wollen wir uns nicht zusammen verabschieden? Kannst du doch jetzt. Hast du halt schön ab dieses Schutzfeld. Meine Lieben, ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Der spinnt schon wieder rum. Dass ihr dran geblieben seid, dass ihr teilt, liked, tralala und hopsasa macht. Ihr wisst ja all das, was den Algorithmus unterstützt und uns dann ausliefert. Abonniert uns gerne, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Da freuen wir uns drüber und lasst uns ganz, ganz liebe Kommentare unter diesem Video da. Ja. Deine Maske sitzt nicht richtig. Doch. Nein. Schließ da oben ab. Ja, aber es eingeklappt, Leute. Ist nicht richtig. So. So. Da sehe ich gar nichts mehr, die Dinger. So. Jetzt ist aber richtig. So ist das richtig. Ich wollte euch das mal zeigen, wie das richtig aussieht. Ach, der Uwe, ey. Der Krieg ohne mehr erwachsen. Nee, reicht ja so. Ja, ist ja schön, dass du ein bisschen Kind behalten hast, nicht?
So, ihr seid da, Uwe, mich schön unterbrochen mit Auf Wiedersehen sagen. Aber ich glaube, euch stört das ja nicht, ne? Nein. So, also wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr dran geblieben seid. Teilt, liked, tralala und Hopsasser macht. Und ja, dass ihr immer Däumchen hoch gebt und so liebe Kommentare da lässt. Da freue ich mich immer extrem drüber. Der Uwe hoffentlich auch. Ja. Ja, stay strong und positiv. Meine wir brauchen was Schluten. Lesen. Genau. Ja. Lasst euch von nichts und niemanden ärgern. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüssikowski. Arrivederci. Ich mach jetzt aus. Kira sagt auch tschüss. Nee, die putzt sich. Tschüss, ihr Lieben.